Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Resident Evil 7. Wir befinden uns aktuell in der Leichenhalle. Hier hängt vor unserer Nase der letzte Hundekopf, der letzte Kopf des Cerberus, den wir brauchen, um dieses Haus zu verlassen. Aber ich habe im letzten Video eine Pause eingelegt, da ich befürchte, dass wir nun einen Kampf vor uns haben, um den letzten zu erhalten, weil der Vater den Hundekopf vorhin noch hatte. Und er hängt hier einfach zu offensichtlich wie greif mich doch. Ja, wir haben 7 Schuss für die Schrotflinte, 10 Schuss für die Pistole mit verbesserter Munition. Wenn es zum Kampf kommt, hoffe ich, dass das ausreichen wird. Wobei, der lässt sich ja eigentlich nicht töten. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, führt aber kein Weg dran vorbei. Wir brauchen den Hundekopf. Das war klar. Was hast du da für eine Riesenaxt? Du kommst hier nicht raus. Oh! Schöner Kopfschlag. Können wir ihm das so vor den Latz treten? Dadurch kriegen wir ihn ins Taumeln. Aber ich weiß nicht, ob das bringt. Du bringst mich um, ja. Und ich komme sofort zurück. Ja, das habe ich schon gemerkt. Das macht doch keinen Spaß. Nur eine Art, wie das hier ausgeht. Uah, shit. Uah, da steht er direkt wieder vor uns, der Sack. Nein! Was, da stand was von Kettensäge. Wo war die Kettensäge? Ich will die Kettensäge. Gib mir die Kettensäge. Nochmal Flintenmunition, auch gut. Das ist nicht gut. Oh, was bist du für ein Sack? Shit! Scheiße, scheiße, scheiße! Kettensäge! Kacke! Motor einschalten, ja! Der ist doch hinter uns her! Geh weg! Hey, wieso? Wieso? Shit! Scheißdreck, denke ich. Lass mich in Ruhe. Vielleicht sollte ich doch noch mal zur Schrotflinte greifen. Ich weiß gar nicht, ob das mit dem Messer richtig ist. Vielleicht sollten wir da doch die Kettensäge nutzen. Nix da, ihr setzt es nix. Shit. Fuck. Aber wenn du die... Wenn er das so vor sich hält, kommt da kein Schuss durch. Wir haben keine Munition mehr.
Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Stirb. Nein. Was? Geh weg. Jetzt aber komm. Ach, lecker. Du wirst hier sterben. Tu mir einen Gefallen und bleib tot. Wäre angebracht. Wir haben keine Munition mehr. Alles ging für diesen blöden Kampf drauf. Hier liegt noch was. Erste-Hilfe-Arznei. Ich heile mich auch nochmal. Ich weiß auch nicht, wie viel wir davon jetzt noch haben. Muss ich gleich mal im Inventar gucken. Und hier liegt auch nichts weiter an Munition rum, oder? Na toll, Kettensäge kaputt gemacht. Nichts mehr. Warte, wir haben, glaube ich, noch normale Pistolenmunition. Oder nicht? Nee, wir können uns aber welche basteln. Und in der Kiste haben wir ja auch noch. Und ich mache auch noch mal das. So, ist da die normale, aber besser als gar nichts. Okay. Also, den letzten Hundekopf haben wir. Ah, damit kann es das noch nicht gewesen sein, weil wir hier ja noch andere Türen haben mit anderen Schlüsseln, Raben und Schlange, was wir hier gesehen haben. Ich nehme an, wir kommen doch noch nicht aus dem Haus raus. Na, kommt ihr auch wieder, ihr schleimigen Viecher. Was war das? Könnten so rum, aber ich könnte auch so rumgehen. Ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Hauptsache, ich komme hier raus irgendwie. Wer summt hier? Hallo? Wie kommt die eigentlich mit ihrem Rollstuhl immer in solche Ecken hier? So, wir haben hier auch nochmal Chemikalien drin, aber kein Schießpulver mehr. Das grüne Kraut packe ich auf jeden Fall mal rüber. Den Schlüssel brauchen wir gleich. Die Pistolenmunition werde ich mir noch nehmen. Dann haben wir auch irgendwie die Möglichkeit, unser Inventar zu vergrößern. Das wäre super.
so Gewehrmunition alles verbraucht. Ich behalte es trotzdem mal, falls wir was finden, dass wir eine durchschlagskräftigere Waffe haben. Und die fällt uns irgendwann in den Rücken, ich sag's euch. So, hier kommen wir doch direkt zu der Tür. So, ich hoffe mal, das war's mit dem Vater. Aber ich glaube es irgendwie nicht, weil der ja schon so viel eingesteckt hat und immer wieder kam. Sehr gut. Die Tür ist offen, oder? Mach auf. Ja, ist sie. Sehr schön. Ach du Kacke, ja, haben wir doch vorhin die Mutter rumwuseln sehen. Trailer? Hier haben wir noch Kraut, wie schön. Nochmal Schießpulver, auch sehr schön. Irgendwie traue ich mich hier nicht rauszugehen. Oh, aha. Immer mal in Ecken gucken. Hier finden wir eine antike Münze. Sehr schön. Spaltmittel. Was ist Spaltmittel? Nochmal Kraut. Hallo Figürchen. Ich gucke hier erstmal in die Ecken. Wenn wir schon sowas wie Spaltmittel finden, finden wir bestimmt auch das ein oder andere Geheimnis. Ein Rasenmäher, wie schön. Was haben wir hier? Zu verwendendes Objekt. Eine 7 fehlt da, das sehe ich. Was haben wir hier? Lässt sich nicht öffnen. Scheint wieder so ein Schattenrätsel zu sein und wir brauchen wahrscheinlich irgendwas, was wie eine 7 aussieht. Um diese Tür zu öffnen. Pillen. Was finden wir auf einmal für Kram? Ein Kopf im Klo macht Kinder froh. Da unten haben wir doch schon wieder so eine Mr. Everywhere-Figur. Markiere ich auch nochmal. Weg mit dir. Flüssige Chemikalie. Zigaretten. Von der anderen Seite verschlossen. Wie schön. Nein, sie haben nicht genug Platz. Das kann doch nicht angehen. Kann die flüssige Chemikalie von anderen Objekten trennen, um diese wieder nutzbar zu machen? Ah, was sind diese Pillen? Nahrungsergänzende Pillen, die sich auf das Nervensystem auswirken.
müssen zur Verwendung zu Arznei verarbeitet werden. Haben wir jetzt neue Kombination oder was? Tatsächlich? Was haben wir hier? Pillen plus flüssige Chemikalie ergibt ein Psychotonikum. Und Pillen plus starke flüssige Chemikalie ergibt Nervengiftgranaten. Munition für den Granatwerfer. Aha. Ein Granatwerfer. Kriege ich den? Gebt er mir den? Sollen wir mal in den Trailer reingehen? Scheint schon wieder so ein sicherer Ort zu sein. Was haben wir da? Defekte Pistole. Hier können wir nochmal speichern. Hier haben wir nochmal eine Truhe. So, wir packen erstmal ein paar Sachen weg, wie das Kraut. Zweimal Psychotonikum. Wir haben noch eine antike Münze, die kann schon mal weg. Wir könnten uns mit dem Schießpulver nochmal Pistolenmunition basteln. So, das Spaltmittel haue ich mal rüber und die Pillen haue ich auch rüber. Ich frage mich nur, wie wir Gewehrmunition herstellen, falls das überhaupt geht. Ich werde jetzt erstmal nochmal Pistolenmunition machen. Zack, haben wir 28 Schuss. Wieder ein Telefon. Leitung wieder tot. Natürlich. Was haben wir hier? Steroide erhöhen die maximale Gesundheit. Zu verwendendes Objekt. Was ist das überhaupt? Stabilisierer erhöht die Nachladegeschwindigkeit. Was ist das hier? Viel Rückschlag und hohe Mannstoppwirkung, ja. 9. Brauchen wir dafür die antiken Münzen? Wir haben auf jeden Fall gerade noch eine gefunden. Da haben wir nochmal das Bild. Drehen, da steht was drauf. Für sie ist es zu spät. Und für wen nicht? Mein Kopf fühlt sich immer seltsamer an. Auch ich werde bald wie Mom und Dad sein. Es ist alles ihre Schuld. Sollte ich weglaufen? Nein, unmöglich. Wenn sie das merkt, wäre es aus. Die Frau, mit der sie gekommen ist, Mia, sie weiß etwas. Wenn ich das Serum hätte, könnte ich mich heilen. Ich muss mehr herausfinden. Okay, so langsam kommt hier irgendwie. Ja, was heißt so langsam? Es kommen hier eigentlich schon die ganze Zeit Fragen auf. Was haben wir hier? Vielleicht gehört der Zoe. Ja, häng den BH wieder weg, du alter Wäscheschnüffler hier. Defekte Pistole. Die hau ich auch erstmal weg. Ich glaube, ich werde hier mal speichern. Ja, ja, überschreiben. Wir haben es jetzt rausgeschafft. So, und ich werde das mal mit diesen antiken Münzen versuchen. Wir haben genau 9 Stück. Das heißt, wenn das wirklich die Anzahl der Münzen ist hier, könnten wir uns die Magnum holen. Tatsächlich, es senkt sich.
dauert ein bisschen, bis man das hier alles reingeschmissen hat. Zack, tatsächlich. Die 44er Magnum. Einen ganzen Schuss haben wir, wie schön. Oh, was die auch alle so viel Platz brauchen. Ja, ich kann nicht mit allen Waffen rumrennen, dann haben wir ja kaum noch Platz im Inventar für andere Dinge. Oh, die Magnum ist aber erfahrungsgemäß stärker als die Schrotflinte in den Resident Evil Titeln. Und dafür haben wir zumindest einen Schuss. Vielleicht finden wir ja jetzt auch Munition, jetzt wo wir die Waffe haben. Ich weiß nicht, ob das davon abhängig ist, dass man die erst dann findet, aber ich glaube eher nicht. Hier gibt's aber nichts weiter, da müssen wir wohl wieder raus. Zoe, was willst du? Du lebst noch. Du bist der Erste, der es so weit geschafft hat. Also was soll ich für dich machen? Hilft mir das, hier rauszukommen? Ja, hör mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich, unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay, und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Scheint die Mutter eher heftiger drauf zu sein als der Vater. Wie schön. Das alte Haus am Wasser. Aber wo? Da war abgeschlossen. Hier haben wir noch... Hier geht's zum alten Haus. So wie es aussieht. Hof, altes Haus, EG. Wir müssen also diesen Weg hier lang. Was haben wir denn hier? Ein Dietrich, wie schön. Auch nochmal kurz aufschreiben. Es kann auch durchaus sein, dass wir ein paar Dietriche haben liegen lassen. Wir haben ja immer noch ein paar Sachen im Haus, die wir noch nicht öffnen konnten. Ich überlege auch gerade, ob ich jetzt nochmal zurück soll mit dem Dietrich und hier irgendwas öffnen. Kann ja nur vom Vorteil sein. Ich gehe einfach nochmal zurück. Bevor es hier weitergeht. Genau hier den Weg durch den Geheimgang. Da hatten wir noch das kleine Zimmerchen, was so aussieht wie so ein, wie so eine Dunkelkammer. Mit den Kinderzeichnungen und, der Markenkiste. Da war ja noch so eine verschlossene Kiste auf dem Tisch. So, und dadurch, dass wir hier halt noch lang können, wird hier auf jeden Fall noch was zu finden sein. So, Dietrich, was haben wir hier? Flintenmunition. Sehr gut. Und wieder raus. Dann scheint das ja dieser Weg hier zu sein. Was haben wir hier?
Sicherungskasten oder was ist das? Oh, ist das nicht das, wo wir vorhin auf dem Video, wo wir Mia gespielt haben, vor der Mutter geflohen sind? Das Haus? Ich glaube doch. Sieht stark danach aus. Sind das die Puppen, die hier so Geräusche machen, oder? Klang gerade ein bisschen so wie... wie so eine Mr. Everywhere-Figur. So, Kisten. Blindenmunition. Wie? Maden. Gewürm. Was sind das für Viecher an den Wänden? Können wir euch kaputt stechen? Ja, zum Glück. Nein! Nicht! Wow, weg! Das wollte uns angreifen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Oh, was ist das hier? Das ist ja widerlich. Sieht wie ein Plan für eine Art Flammenwerfer aus. Ja, schön. Flammenwerfer wäre auch nicht schlecht. Oh. Was für ein fieses Haus. Ja, die Schäden kamen durch den Sturm, das haben wir schon auf einer Notiz gelesen. Sie ist oben, geh nicht hoch. Ah, und überall diese komischen, da haben wir noch kleine Viecher. Oh, weg, 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 weg. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Festbrennstoff. Da sind ja schon wieder solche Viecher. Wie kommen wir denn hier vorbei? Müssen wir uns erst einen Flammenwerfer basteln oder was? Aber wir haben ja gar keine Materialien dafür. Habe ich irgendwas übersehen? Das Problem ist, diese Viecher, die zerstechen uns ja. Wie sieht's denn bei der anderen Tür aus? Können wir da irgendwie schnell durchrennen? Da ist es ja dann doch etwas eng. Ich glaube, wir dürfen nur nicht so nah an dieses Nest daran. Ah!
Euch habe ich übersehen. Was jetzt? Da kommen die kleinen Viecher. Weg, 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 weg. Müssen wir hier schnell sein? Geht das so? Ja, ich glaube, man darf einfach nur nicht zu nah an das Nest kommen, ne? Ah, da liegt eine Kiste. Ja, komm, machen wir später. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut. Mach die Tür wieder zu. Oh Gott. Festbrennstoff, schon wieder. Flintenmunition. Hier scheinen wir wieder einen Dietrich zu brauchen. Ah, da sind schon wieder die Viecher. Kommt nicht durch die Tür. Können wir euch auch abstechen? Starke flüssige Chemikalie und flüssige Chemikalie. Schön. Ja, ihr bleibt mal da. Ich habe die Tür extra nicht ganz aufgemacht. Ach du Heiliger, ach du Heiliger. Das ist auch das reinste Labyrinth hier. Da sitzt schon wieder so ein Vieh. Weg mit dir. Schießpulver, sehr schön. Psychotonikum und hier ein Dietrich und wir haben keinen Platz mehr. Wir haben keinen Platz mehr. Wir machen uns Platz und machen uns nochmal Pistolenmunition. Nehme ich jetzt auch den Dietrich mit, der hier in der Kiste liegt. Könnte man eigentlich wieder zurückgehen und gucken, was sich hier in der Schublade befindet. Erste-Hilfe-Arznei. Okay, wir brauchen definitiv irgendwie wieder einen Ort, wo wir unser Inventar bisschen aufräumen können. Schon wieder so ein ekliges Vieh. Nein! Was? Es ist weggeflogen. Schnell, schnell, schnell zurück. Wo ist es? So. Brennerdrüse. Wir haben aber keinen Platz mehr im Inventar. Kraut, ja. Ich glaube, wir müssen uns tatsächlich einen Flammenwerfer selber basteln. Aber wir müssen hier doch irgendwo eine Speichermöglichkeit haben. Da durch die Tür sind wir noch nicht gegangen, sonst müsste ich da mal gucken. Gerade weil man hier auch so viel findet. Auf
von hier. Das ist die Tür. Was haben wir hier? Eine Karte des alten Hauses. Das könnte uns schon mal was weiterhelfen. Galerie. Ein Keller haben wir auch. Gewächshaus. Wir haben noch eine obere Etage. Zimmer für Hausarrest, Kinderzimmer, kontaminierter Raum, Altar. Ey, Alter. Ah, das mit dem Schattenrätsel. Ah, die Figur ist nicht hier. Der giftige Räuber. Das Gemälde zeigt ein Netz im... zeigt einen im Netz gefangenen Schmetterling. Pistolmunition. Oh, flüssige Chemikalie. Ja, super. Hier haben wir uns vorhin vor ihr versteckt. Aber hier kamen wir doch auch nicht weiter. Brennergriff. Ja, wir müssen uns definitiv einen Flammenwerfer selber basteln. Was haben wir hier? Ein Sicherheitsraum, ein Safe Room. Hier können wir speichern. Das ist doch gut. Ich höre eine Figur. Ich höre doch ganz genau eine Figur. Genau hier in der Ecke. Da. Schnapp. Haben wir noch eine Mr. Everywhere-Figur erledigt. So, was haben wir hier? Sie können jetzt mehr Objekte tragen. Sehr schön, wir haben einen Rucksack gefunden. Wie viel mehr? Haben wir jetzt eine Reihe mehr oder zwei? Eine Reihe haben wir mehr. Das ist schon mal etwas. Das ist schon mal viel wert, Leute. Gerade weil wir jetzt ja auch so unseren Brenner zusammen basteln dürfen. Wahrscheinlich können wir damit diesen Mückenschwarm erledigen, der uns hier jagt. So, was brauchen wir nicht? Wobei mit dem Brennstoff... Moment, ich gehe mal kurz im Inventar gucken, was wir mittlerweile kombinieren können. Das haben wir nämlich gedacht. Festbrennstoff plus flüssige Chemikalie. Wir können Kraftstoff für den Brenner machen. Und Festbrennstoff plus starke flüssige Chemikalie ist Flammengranatenmunition für den Granatenwerfer. Okay. Maschinengewehr scheint es gar nicht zu geben. War das der Granatwerfer, den wir vor einigen Videos in dem abgesperrten Zimmer gefunden haben? Möglich ist es. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir hier hin und her schieben. Solange wir den Granatenwerfer, den Flammenwerfer, jetzt war schon Granatwerfer, nicht zusammengebastelt haben, macht das keinen Sinn, hier die Sachen mitzuschleppen. Pistolenmunition, überschüssige kommt rüber, das kommt auch rüber. Für die Magnum haben wir nichts gefunden. Ich würde dann eher zur Schrotflinte wieder greifen. Ach, ich will nicht ganz raus, ich wollte nur nicht die Munition wegpacken. Flüssige Chemikalie, haben wir auch noch Schießpulver oder irgendwas anderes? Nein. Okay, die Flinte, die kommt mal wieder rüber. Ich versuche das hier aber so ein bisschen zu sortieren. Ja, mach mal so Pistolenmunition und da die Flinte. Das packe ich nach da unten, sodass wir hier noch Platz für eine weitere Waffe haben, die jetzt halt zwei Fächer wegnimmt. Bei 30 Schuss, 40 Schuss für die Pistole ist ja schnell verbraucht, das haben wir ja gesehen. Ich glaube, wir brauchen den ganzen anderen Kram auch nicht.
Ja, und ich würde sagen, ich speichere hier nochmal. Zack. 40 Minuten, gute Dauer. Ja. Liegt ja noch was home. Ja, ich würde sagen, wir erforschen das alte Haus dann im nächsten Video weiter. Ich schau mal, ob wir es irgendwie hinkriegen, aus diesen Bestandteilen, die wir jetzt gesehen haben, schon einen Flammenwerfer zu basteln. Vielleicht können wir dann diesen Mückenschwarm oder was es ist, einfach abfackeln und den Bereich erkunden. Ja, schauen wir einfach mal. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.